Hab den Mut, zu dir zu stehen und du selbst zu sein. Zu dir, zu deinen stillen Stärken zu stehen, zu deinen Vielbegabungen. Und hab den Mut, das in die Welt zu bringen. Für dich und auch für die Gesellschaft. Der Grund ist, wenn du dich selbstständig machst, wird dir ganz oft erzählt, du musst gucken, was der Kunde möchte und du musst gucken, was der Markt möchte. Und daran richtest du alles aus. Und am besten machst du das auch noch schnell. Also Schnelligkeit, ja, Geschwindigkeit spielt immer eine Rolle. Und am besten machst du das auch so, dass du dich auf jeden Fall auf Wachstum koordinierst. Und mit deiner Idee, mit deiner Geschäftsidee, mit deiner Gründungsidee oder auch mit deinem Geschäftsmodell. Achtung, das ist ein Unterschied, ja. Geschäftsidee ist noch kein Geschäftsmodell. Was möchtest du? Ja, ist wichtig. Ich erlebe es halt sehr oft. Was möchtest du erreichen? Wieso tust du das? Was möchtest du erreichen? Und wenn deine Antwort lauten sollte, ich möchte beides, ich möchte sinnerfüllt und erfolgreich sein, also auch finanziell erfolgreich, und ich möchte es auf meine eigene Art und Weise machen, dann ist das Entrepreneur-Business ein Ort, der dich begleiten kann, der dir Sicherheit geben kann. Klarheit, Orientierung. Dann spielt da ganz viel rein, was sind deine Werte, was sind deine Bedürfnisse. Welche Träume hast du? Welche Wünsche hast du? Wieso bist du überhaupt selbstständig? Wieso möchtest du dich zur Unternehmerin entwickeln? Ja? Also darüber eine Klarheit, über sich selbst Klarheit zu haben. Auch über solche Sachen wie, was hindert dich? Wovor hast du Angst? Sich diese Fragen auch ehrlich zu beantworten und sich in dieser Authentizität auch zu zeigen, das ist der Ausgangspunkt. Und danach dann zu entscheiden, was für ein Produkt biete ich an, mit zusammenarbeiten, deren Identität, deren Persönlichkeit, deren Werte, deren Bedürfnisse, deren Träume in den Mittelpunkt von ihrem eigenen Business zu stellen. Und da herum dann zu überlegen, okay, wie sieht dein Marketing aus? Wie sieht auch dein Mindset aus? Wie kann dein Unternehmen gestaltet werden, dass es zu dir passt, dass es deinen Regeln folgt? Entrepreneur-Business. Wir lassen introvertierten Frauen, wir vielseitig begabten Frauen aufhören, uns zu verstecken, sondern Wege finden, uns zu zeigen, damit Mädchen einfach nie mehr vergessen, dass sie alles erreichen können, was sie selber wollen. Wenn dich das anspricht, hör gerne in meinen Podcast rein, abonniere die Briefe, um mich kennenzulernen. Einfach einen ersten Kontakt mit mir zu gehen oder vereinbaren Kennenlerngespräch. Und ich bin immer neugierig, ich habe immer viele Fragen, wo du gerade stehst, was dich beschäftigt, an welcher Frage du nicht weiterkommst. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht im Entrepreneur-Business. Und egal wofür du dich entscheidest, denk immer daran, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen.